bisschen. Ich glaube, ich habe einen Controller, das ist glaube ich angenehmer. So! Moin! So, herzlich willkommen bei Liga 1. So, Aserbaidschan und ich sehe hier, Checkey schreibt, Regen im Rennen. Nice! Das ist geil! So, ich sag mal so, eine kleine Nachricht. Also wir haben hier den Yeti mit uns dabei, der einfach heute mal nicht mitfährt und gedacht hat... Einfach Regen. Yeti? Ja? Okay. Hi. Moin. Hi. Moin, wir sind live. Also, wir gucken auch nebenher, ist Yeti weil es spielt, wir sind beide Football-Fans, American-Football-Fans, deswegen ist nebenbei, weil läuft bei ihm Patriots gegen... die Dolphins und bei mir läuft nebenbei die Seahawks gegen die Falcons. Also, wenn da ab und zu mal kurz ein anderes Geschrei kommt, weil wir irgendwas gucken, keine Sorge, das ist normal. So, jetzt machen wir hier ein bisschen auf die Zeiten, will ich mal gucken, weil wollen wir mal sehen. Also, wie schnell wird die Pole sein? Das ist mal interessant. Wer wird die Pole holen? Das ist auch mal interessant. Wir hatten, ich glaube, die Pole gerade eben war eine 1,39. Nee, nee. Was? Eine 1,38, genau. 1,38,5, weil das ist Liga 2. Und ich hoffe mal, dass es noch schneller wird. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass sie durchaus auch 37er Zeiten fahren können. Ja, also wir haben hier 14 Fahrer, ein bisschen wenig heute, ganz schön wenig. Ja. Aber wenn wir hier sehen, wie es heißt, Regen im Rennen, kann das ein bisschen interessant werden, aber auf der Strecke Regen ist hart und ich habe gerade eben was verkackt. Und die Seahawks haben wieder einen Touchdown, nice. Nice. So. Also, wir haben der Erste, der über die Linie fahren wird und die Zeit startet, wird hier Felix sein. Da sind wir auch mal gespannt. Und schauen wir mal schön auf seine erste Runde. Und man sieht hier auch, wenn man so mal hinguckt, die zwei Alphas. Beide sehr nah nebeneinander. Jetzt die Frage, was machen die zwei hier? Tim setzt sich dahinter Aimless. Also, naja. Wollen sie ein bisschen Windschatten vielleicht noch machen. Ist ja auch sehr praktisch hier. Auf der langen Geraden kann man da sehr viel Zeit holen. Mal schauen. So, gucken wir mal bei Felix jetzt. Der ist schon im... 34,8 ist er im ersten Sektor. Ist das schon der erste Sektor? Ja, ist der erste Sektor schon gefahren. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt die Castle Section. Ganz tricky. Kann man schnell gegen die Wand knallen. Schnell an die Ecke anhängen. Und er hat da schon gecuttet. Die Zeit wird wohl nix. Leider hat er da Ende der Castle Section ein bisschen schon. Touchdown, Newton! Ja, alles klar. Also, man merke, ich kommentiere so gesehen alleine. Nor of the Outlap, Repulse of the Outlap. Der nächste, der über die Linie kommen wird, sieht aus, als wäre es Hiko. Der jetzt durch die Kiste sagt, und da ist er. Da sind wir gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen und haben gesehen, wie er... Wer war das? Hiko, links hier gegen die Kiste Jackson, links gegen die Wand geknallt, rausgeflogen und damit... Kritisch. Parler hat ja aufgegeben, der hat eine Qualifisperre durch seine wegen Monaco bekommen. Da war eine. Ja, so ein bisschen Unaufmerksamkeit von ihm gewesen und da hat er ein bisschen gemacht. Aber Parler startet so gesehen dann von hinten. Hiko aber jetzt mit ihm dabei. So. Müsste eigentlich Tim. Das ist der Outlap ist. Aimless. Jetzt über die. Linie, glaube ich, fast schon als erstes kommen, wenn ich jetzt, oder? Ne, Smitty ist erst mit 1,38,3 und ist damit schon schneller schon. Als die Führung. Ja, also, zur Info, wir haben hier der Rekord der IAC
liegt Screentime, Tim. Okay, Tim kriegt Screentime, gerne doch, hier. Auf seiner Outlap. Hammer ihn. Ja, Yeti ist ein sehr schlechter Kommentator, ich weiß, er redet nämlich gar nicht. Ich bin voll auf dem anderen Modus. Er ist voll woanders, deswegen eigentlich komplett nutzlos. Aber das ist ja normal, ne? Ja, das ist normal, Yeti ist immer nutzlos. Wer ist dein Teamkollege eigentlich? Gute Frage. Philly. Philly. Und irgendein Renault hat seinen Flügel abgehauen. Irgendein Groß. Toni Groß. Eieiei. Der ist in der Outlap, also der wird da wieder rein. Wenn dann. So, Tim fährt jetzt auf seine erste. Schießt nicht gegen Yeti. Ja, Pala. Also. Mann! Er schießt sich selber ans Bein, sag ich mal. So, also. Wen haben wir denn? Also, wir haben ja noch Norrell, der jetzt auch über die Linie, glaube ich, kommen wird und seine Zeit fährt. Und Tim geht jetzt auf seine Schnelle und jetzt kommt erstmal Norrell. Seine erste schnelle Runde und er kommt über Linie und es wird eine 40-2. Kann schnellere Puls, setzt sich dann auch jetzt eins vorne vor ihm mit einer 39-9. So, Ari Gold startet jetzt seine Schnelle. Toni Kroos geht als Euro über die Linie. Geht doch schneller, also dann war es Norrell, glaube ich, eher, weil. Check Case. So, für immer jetzt, genau. Also, Vegas setzt sich jetzt auch kurz mit der 39,5 auf Platz 3. Und damit. Wir haben ja einen Charis noch gesehen. Kurz gehabt, der jetzt sich auch auf den Platz 4 gesetzt hat mit der 1,398. Der hat da mal auch ein bisschen übersehen. So. Hammer. Pascalo ist immer noch in der Box. Felix jetzt auch auf der schnellen Runde. Ari Gold auf der schnellen Runde. Ist in der. Jedes Mal bin ich auf der Castle-Section. Auch gegen die Wand geknallt. Aber Glück gehabt, dass es überlebt hat. Das hilft natürlich nicht Toni, der da ein bisschen überrascht war, wahrscheinlich. Von Ari Gold. Eieiei. Keto ist jetzt auf seiner Schnellen, aber hat gecuttet. Und wird. Richtet die Runde ab, geht in die Box, holt sich neue Reifen. Oder fährt er die über die Linie? Ne, er geht in die Box. Ari Gold hat sich jetzt. Ist jetzt aufgegeben. Also. Wahrscheinlich. Mit dem Flügel nicht mehr weitergekommen und dann doch in den schnellen Linkskurven gegen die Wand geknallt. So, wir haben noch Philly auf der Schnellen. Aber, wenn Sie mal mit Toni. Da ist ja einer, der ist gecuttet. Dahinter ist wahrscheinlich Vegas, der in die Box fährt. Keto in der Box. Und dann haben wir ja hier Aimless, der jetzt auch nochmal seine nächste schnelle Runde fährt. Ist auf der Geraden. Wird er sich. Nein, er wird sich natürlich nicht verbessern. Also, die ist selber langsam. Wer wird die Box. Habe ich nicht aufgepasst. Auf jeden Fall, Philly fehlt noch Zeit. Es fehlen noch sehr, sehr viele Zeiten von Toni, Pascalus, Felix. Philly cuttet. Philly cuttet auch. Also, sehr viele Leute cutten. Ist natürlich sehr schade. Also langsam müssen die Zeit mal kommen. Also Pascalus auf der Outlap, anderen in der Box. Der Einzige, der jetzt noch fährt, ist Philly, aber der wird jetzt auch in die Box. Und Pascalus. Ja, Pascalus auf der Outlap. Also so, ich meine jetzt schnelle Zeitmäßig ist Philly, aber der, geht jetzt auf die Outlap. Der geht in die Box, genau. Also der Erste, der dann über die Linie als nächstes fahren wird, seine Zeit beginnen wird, wird Charis sein. Pascalus. Achso, Pascalus ist er schon. Pascalus ist das. Der ist schon. Dann kommt Charis als nächstes ran, der in der Outlap ist. Jetzt fahren auch die zwei Renaults auch raus. Nochmals. Dann bin ich mal gespannt. Also, ich sag mal so, was ich vorhin nochmal anmerken wollte, bevor ihr das IAC auch nochmal kam, mich unterbrochen hat. Der Streckenrekord der IAC liegt hier bei einer 1,37,9. Das ist der Rekord, der Aserbaidschan gefahren ist, der Schreckenrekord. Ich bin mal gespannt, ob der gebrochen wird hier. Oder nicht. Also, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, ich habe schon die Vermutung. Oh, Pascalus. Das war nix.
Leichte Wand berührt, gecuttert, die Zeit zählt auch nichts. Die Zeit zählt nicht. Smitty jetzt auch auf seiner Hotlap? Ja, das Wetter wird schön sein. Smitty auf der Hotlap. Wir haben noch hier Cheris auf der Hotlap. Der auch noch. Ich hab's hier im ersten Sektor beendet mit einer 37 und das plus 2,2 Sekunden. Also das Ganze komplett verknicken. Der kartet er auch. Ich glaube, der hilft da eher seinem. Na, ich weiß nicht, was er da hat. Teamkollege ist ja nämlich erst auf der Outlap. So, dann ist halt Smitty auf der Schnellen als einziger. Jetzt gucken wir mal. Wird er seine Zeit verbessern? Ne? Haben wir es jetzt erstmal gesehen. Jetzt ist hier erstmal die Cassis-Section. Kommt da sauber durch. Sehr gut durchgekommen. Hier am Exit kann man auch gerne mal cutten oder weiter rauskommen. Und hat er gut gemacht. Fährt weiter. Wir haben hier einen Alpha, der da in der Kurve ein bisschen steht. Das ist aimless. Oder so sich ein bisschen platziert. Als ob es auf seine Schnelle gehen wird. Wir haben Keto seine Outlap noch. So, Smitty, letzte Kurve. Geht auf die Gerade. Vollgas. Jetzt bin mir mal gespannt. Der ist es offen. Und er geht über die Linie und er verbessert sich auf eine 1,37,6. Sehr starke Zeit. Und damit gibt es einen neuen Streckenrekord. Smitty kriegt den neuen, hat den Streckenrekord geknackt in Aserbaidschan mit einer 1,37,6,3,0. Respekt an Smitty. Ich bin froh, dass ich diesen Knopf heute drücken durfte. So. Also, damit Smitty der neue Rekordhalter. Und wir haben aber immer noch erst 6 Leute, die in der Zeit gefahren sind. Toni auf der Schnellen jetzt auch. Kriegt Windschatten. Ein bisschen von Norrell, der dann bis vor ihm auch schon schnell fährt. Also er könnte da noch ein bisschen mitkriegen. So, schauen wir mal auf Norrell, der da als erstes über die Linien geht. Felix, ja, sehr gut durch die Kerstenpassage gekommen. Ja, Paula, du bist ja auch der Einzige in der Quali-Sperre. Die anderen haben sich so gesehen das Quali selber versaut. So, Norrell setzt sich auf die 3,39,6 und Toni geht in die Box. Also, der hat da immer noch keine Zeit. Was haben die hier vor? Felix geht auf die Stadt Ziel. Felix muss auch mal eine Zeit machen. Er hat immer noch keine einzige Zeit. Es ist sehr, sehr... So, auf der Startziel. Über die Linie und 39,1 ist seine erste Zeit und damit setzt er sich auf 4. Sehr schön gemacht. So. Wir haben jetzt noch Philly, der jetzt auch auf der Geraden ist. Auch endlich über die Ziellinie kommt, aber das wird die Zeit kann man komplett vergessen. Das wird auch eine Box. Keto auf der Schnelle, komm schon. Tim, fahr eine gute Zeit, setz dich nach vorne. Top 5 ist drin, oder? Flügel geht auf. Und er geht in die Box. Eieieiei. Wir haben hier 4 Leute, die es nicht hinkriegen, eine Zeit zu fahren. Aber Keto war nicht ungültig, das wundert mich gerade ein bisschen. Ja, aber die war sehr langsam, also ich habe es auch schon gesehen. Aber, naja. Repuls hat ein bisschen so die Wand touchiert. Ja. Also hier haben wir immer noch Toni, Pascalus, die jetzt auch nochmal auf die Outlap gehen. Das ist wieder versuchen werden. Vegas gecuttet. Vegas gecuttet, geht auch in die Box. Aimless ist auch auf der Schnellen. Ist im letzten Zwischensektor plus ein Zehntel. Also sieht auch nicht nach einer Verbesserung aus. Und wird jetzt auch wahrscheinlich auch in die Box. Genau, geht auch in die Box. Und ja, also Repuls. Wieder schlecht. Felix auch jetzt in die Box. So.
Moment mal, bei Puls. Gecuttet jetzt sogar noch. Jetzt hat er sogar noch gecuttet. Also, da wird auch nichts mehr kommen. Eieieiei. Wir warten immer noch auf die Zeiten von Toni, Pascalus, Philly und Keto. Also sehr traurig ist, dass sie nichts hinkriegen. Smitty wieder auf der Outlap. Er versucht sich nochmals zu verbessern und ist schon eine Sekunde schneller als Vegas. Also... Er will nochmal mehr rausholen. So, Philly jetzt auch noch... Also, Repuls jetzt auch in der Box. Toni startet jetzt seine Runde. Wird es diesmal eine gültige? Das fragen wir uns. Schafft er es, eine gültige Zeit jetzt noch zu holen? Bitte, Toni. Pascalus dicht dahinter. Also sehr, sehr dicht dahinter. So schnell nimmt sich doch Windschatten mit, aber es kann in den Kurven dann ganz schön schwer werden, nah hintereinander zu fahren. Und da hat Pascalus ein bisschen wenig Platz gelassen. Wir sehen auch die Outlap gerade von Charis, der da auch als nächstes Linie. Währenddessen startet Smitty seine letzte Fliegenrunde. Genau. Ja, ja, seine letzte wird es wahrscheinlich sein, während da gerade Felix aus der Box rauskommt. Bitte haltet dich auf, danke. Und Smitty aber vorbei noch gekommen ist. So. Philly jetzt auch auf der Hotlap. Philly auch auf der Hotlap, dann kommt Charis, der als nächstes der auf die Hotlap geht, dann kommt Toni auf den Hotlap, dann kommt Pascalus, dann kommt Also Pascalus, Vegas ist gerade in seinem Outlap schon gecuttet. Pascalus hat auch schon Cut drin. Oh, Pascalus. Also, die kann man auch vergessen. Toni, wie sieht's bei Toni aus? Da ist noch kein Cut. Komm schon, Toni. Jetzt letzte Steilkurve auf die Startgerade. Jetzt voll Gas gehen und komm, Toni, deine erste Zeit. Oh, da ist er gegen die Wand. Da ist er gegen die Wand, Flügel vorne links, die Endplate weg. Das wird auch nichts. Beendet er wenigstens die Runde, um irgendwie eine Zeit zu haben. Ja, macht er. Er geht über die Linie noch mit 1,39,9. Holt damit wenigstens noch irgendeine Zeit. Pascalus hat ja gar keine... Ja, kann auch die erste Kurve nicht mehr richtig bremsen. Pascalus ist ja gecuttet. Der versucht jetzt gleich nach nochmal eine. Muss er. Es wird die sehr schnell durch den zweiten Sektor. Ja, minus 6, also ich sehe ja 6000stel schneller anscheinend. Jetzt letzte Gerade. Kann Smitty seine Topzeit nochmals verbessern? Es sieht das dann aus, sieht in der Box aus. Ja, schade. Ah, der geht auch in die Box. So. Die geht das nächste über die Gerade auf das Startziel? Nee. Repuls. Felix, jetzt auch Smitty jetzt aufgegeben, also da kommt nichts mehr. Felix jetzt auf der schnellen. Charis ist jetzt auch nochmal 2 Zehntel schneller. Aber 2 Zehntel reichen nicht, um noch einen Platz zu gewinnen. Da muss schon mehr kommen, jetzt mal gucken. Über die Gerade. Felix schafft sich nicht, sich zu verbessern. Felix schafft sich überhaupt nicht mal eine Zeit zu machen. Warum das denn? Junge, 10.000 Junge. Langsamer, schreibt Smitty. Eieiei, 10.000, das ist natürlich echt bitter. So, Charis über die Linie, er verbessert sich sehr wahrscheinlich, aber nicht genug. Bleibt auf Platz 6 erstmal. Wir haben aber noch einen Pascalus, der jetzt mal auf die nächste geht. Vegas auch noch, gerade auf der schnellen. Pascalus bekommt Windschatten von Vegas. Und Pascalus kriegt noch Windschatten. Das hilft Pascalus nämlich, wie er sich ranzieht an Vegas. Da kommen die beiden Ferraris. Vegas jetzt in die... Er geht noch über die Linie, holt noch, nimmt, zieht noch mit seinen Kollegen. Und Pascalus setzt sich damit auf die 2. 17.000 setzt Pascalus sich vor seinen Teamkollegen. Und damit... Ja, ist Vegas auf 3. Ferrari mit der Windschattentaktik am Schluss nochmal. Und Keto auch aufgegeben. Hat auch keine Zeit. Also, ich sag mal so, Pala profitiert von seiner Quali-Sperre. Also hat er eigentlich Felix geht hat er die Linie viel. Und verbessert sich auch nochmal, gesetzt sich auf 5, glaube ich, oder war er schon davor 5? Er war die ganze Zeit vor 5, dann aber er verbessert sich nochmal um 1/10. Und jetzt kommt mein Boy, Repuls. Repuls. Komm, kommt da komm. Noch eine Verbesserung. Er ist letzten Sektor wird angezeigt, 3 Zehntel und ist leider P8 geblieben. Ist auf P8 geblieben und damit
Smitty mit der Pole. Pascalos auf 2. Vegas auf 3. Damit sind die beiden Ferraris dicht hinter Smitty. Dicht dahinter. Dann Aimless, Felix, Norrell, Charis, Repulse, Tony und auf der 10 dann kommt der Erste, der keine Zeit gefahren ist. Hiko, Pala, Arigold, Philly und Keto. Also, wenn man bedenkt, dass nur Pala eine Quali-Sperre hatte und trotzdem drei Menschen noch hinter ihm sind, das ist schon traurig. Und man muss bedenken, also hier, Smitty hat ist sehr, sehr, sehr stark vorne gewesen. So, aber wahrscheinlich haben viele auch ein Qualified Setup gehabt. Das will man auch mal bedenken, vielleicht. Also weiß ich ja nicht, wie es mit den Setups aussieht, weil das Rennen in Regen stattfinden wird. Und die Frage ist, ich weiß nicht, ob es durchregnet oder ob es irgendwann mal Aussicht noch auf Trocken gibt. Aber auf jeden Fall wird es Intermediate starten, würde ich jetzt mal schätzen. Und bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob Smitty auch im Regen sehr stark vorne wegfahren kann oder ob es ein bisschen einbremsen wird. Und es wird das ganze Rennen durchregnen. Es regnet das ganze Rennen durch, ja. Von Smitty jetzt schreibt es auch, regnet durch. Und jetzt mal gespannt, ob es Wets, es werden Inters, also Interwetter. Vamos for Stadia. Moin, Bock auf die Burg. Ja, wer weiß, ob wir das noch miterleben werden. Warte mal, ist bei dir auch der Pilot von Vegas über dem Auto? Nein. Und Also Vegas hat da nur ein bisschen hier seine Drift-Skills gezeigt. Also bei mir ist der Fahrer von Vegas Auto über dem Auto. Nein, bei mir nicht. Zum Glück ist es nämlich sehr witzig ausgesehen. Da ist alles normal. Smitty halt vorne. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es aussieht. Regnen, also regnet schon ein bisschen stärker. Es ist aber Intermediates mit Wetter. Die Frage ist nur, wenn es durchregnet, kann es nochmal stärker regnen, dass die Wets doch besser werden. Aber das sehen wir dann. Also, wenn ich jetzt schon hier sehe, also der Rundenrekord wird auf jeden Fall nicht gebrochen. Hier. Sondern bleibt erhalten, weil im Regen wird es dann doch schwerer. Bei der Rundenrekord liegt beinahe. Jetzt lass mich nicht lügen. 1,40,4 derzeit, aber ich weiß jetzt nicht, ob das. Dann muss man mal gucken, ob es bei Liga 2 da einer schneller war. Auf jeden Fall Inter, dann auf Inters. Ja. Oder halt Inter, Inter, Inter. Wie man es nimmt, also die Streifenstrategien. Ich schätze mal, ja, das wird auf eine Einstoppstrategie gehen. Und damit war's es. Bin ich da gerade blöd oder? Also. Nein, also sieht bestimmt. Naja, also. Hm? Nee, ich dachte gerade schon, sieht bei Smitty so aus, weil die komischen Reifen bei mir so ein bisschen wackeln. Aber Keto sehr weit hinterm Feld. Ja, Keto, aber hier die zwei vorderen, Pascalus und Smitty, sind sehr, 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 sehr weit nach vorne gefahren. Hm. Also, die haben da so eine riesen Lücke schon. Helm ist dahinter noch, aber dann auf die McLaren gibt es da schon eine große Lücke. Also, das wird natürlich die vorderen nicht gerade gefallen, dass da auch hier Keto sehr, sehr langsam ist. Die Reifen werden sehr abkühlen. Chris ist der gute Hähö. Auf Platz Nummer 7. Ja, nur 14 Fahrer leider. So. Jetzt sind wir mal, die Fahrer setzen sich an. Alle warten auf Keto. Ja, da langsam angerollt kommt. Und sich in seine Startposition begibt. So, gleich gehen die Lichter aus. So, Lichter gehen aus. Jetzt in Wirklichkeit. So, Smitty kommt gut weg. Pascalos bleibt da so ein bisschen stehen. Vegas kommt gut weg, holt sich auch gleich auf Platz 2.
Und da dreht, da, es dreht vorbei. Sich. Norrell dreht sich dahinter. Verliert ganz viele Plätze. Ist ganz jetzt ganz hinten gelandet. Die vorderen sind dabei. Also, wir haben ein Dreher. Wir haben Norrell 8 Plätze verloren. Pala 3 Plätze gewonnen im Start. Philly 3 Plätze gewonnen im Start. Keto hat auch nochmal 2 gewonnen. So, aber Spitzi kann sich da gut absetzen. Dann Vegas, dann Pascalos. Dahinter kommt dann direkt Felix. Dann Aimless. Charis auch auf 6 vorgefahren. Auf Toni auf der 7. Pascalos schon auf der 8. Unsere Puls Endplate fehlt. Puls. Linke Endplate. Yep. Bei Repuls schon Flügelschaden. Jetzt gucken wir mal bei den anderen, ob wir da irgendwas sehen. Da irgendwas, glaube ich, ja, Hiko. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob da auch irgendwas war. Arigold auch mit Flügelschaden. Ja, Hiko auch vorne links sehr starker Schaden. Da kommt auch Keto jetzt. Setzt sich da vorbei. Vorne gab es, glaube ich, auch gerade einen Flügelschaden. Ich glaube, ein Ferrari. Mal schnell. Pascalus, bei Vegas sieht alles gut aus. Bei Pascalus auch. Dann war das. Nehmen das auch noch gut. Felix. Gucken wir mal bei Felix. Felix hat Flügelschaden. Da fehlt vorne links auch ganz schön viel. Charis hat alles noch dran. Toni. Arigold hat auf. Arigold ist raus. Hi. Erstes DNF in der. Ganz hinten. Also man sieht ja. Oh, Keto. Keto und Hiko. Nein. Aber man muss bedenken, Hiko hat einen Flügelschaden. Und dann Norrell setzt sich dann auch noch. Und Norrell. Out. Oh. Keto weg. Da gab es eine Berührung. Da war gerade der Kamerawinkel so bescheuert, dass man leider da nichts gesehen hat. Aber Keto mit einem starken Flügelschaden. Ey. Also da Hiko hat eh schon Flügelschaden gehabt. Hat er noch rein und Keto verlässt die Session. Eieieiei. Das sah schon schlimm aus. Also es war im Augenwinkel, wenn ich es schon gesehen habe. Dass da Hiko schon so ein bisschen daneben, also dagegen hält eigentlich schon. Obwohl er Flügelschaden hat. Ist halt auch schon schlimm. Das muss nicht unbedingt sein. Ungünstige Situation. Ja, und dann kommt da noch so ein Dritter an mit hier Norrell, der da auch noch einen Topspeed rauszieht. Es war vorprogrammiert, dass das einen Schaden gibt. So, also Smitty setzt sich schon mit 2 Sekunden ab und dahinter ist alles eher nah. Gucken wir mal. Intervall. Also die hinteren drei, Felix, Hiko und Keto, waren in der Box. Und damit. Mal auf Intervall. Wenn wir derzeit einen kriegen, Reifen, wir machen mal Positionsänderungen, weil Reifen haben eh alle dieselben. So. Es wäre mal schön zu sehen, wenn man wieder einen Intervall kriegt. Auf jeden Fall. Alle so ein bisschen mit einem Respektabstand. Der einzige, glaube ich, hier ist so Aimless und Pascalos sind da so ein bisschen nah aneinander. Ah, aber hinten setzt sich es auch ganz schön nah. Oh, da, Repuls. Sehr, sehr langsam. Repuls. Oh, dreht sich. Hi. Ja, und. Ja, okay. Da, geghostet. Also Repuls auch. Gedreher, Flügelschaden. Ich weiß nicht, ob es da eine Berührung sogar mit Philly gab. Aber bei Philly, da sieht der Frontflügel noch alles in Ordnung aus. Also, das deutet nichts auf irgendwas vorne. Aber jetzt. Aimless. Ich glaube, das ist geflogen. An Pascalos. Vorbei. Und damit Aimless jetzt auf Platz 3. Noel setzt sich neben Philly. Und im Anbremsen hat er ihn. Philly kann er nicht kontern. Oder versucht's, nee. Aber nein, nimmt's weg. Repulse derweil in der Box. Ja, der holt sich jetzt neuen Frontflügel. Und leider, also da ist nichts mehr. Auf jeden Fall. Jetzt sehen wir hinten Keto und Hiko. Keto hat ja die Lobby eigentlich verlassen, also das ist ein Bot, also. Naja, mal gucken, wie gut der Hiko gegen den Bot fährt. So, vorne die zwei, der Ferrari und der. Aber da ist Pascalos doch schon ein bisschen abgegangen, 1,4 Sekunden. Jetzt mit behält seine 2 Sekunden Vorsprung.
alle so ein bisschen weiter auseinander, aber nur der eine, der Toni, ist ein bisschen nah an Cheris dran. Mal gucken, was da noch bei rauskommen kann. Und Philly's Endplay ist auch weg. In der Castle-Passage. Oh, Philly. Ah, Philly. Oh, yeah. Ja, im Regen kann man da schon leicht rutschen. Und die Wände sind nah dran. So, Toni. Jetzt. Auf der Geraden. Holt sich Windschatten von Cheris, zieht sich da schon so ein bisschen ran. Überholen ist aktiviert. Smitty jetzt gerade der 1:55.3 mit der schnellsten Rennrunde. Und da zieht sich so. Ah, zieht sich ran, aber es wird nichts. Überholversuch kann er nicht wagen. Vielleicht auf der nächsten Gegengeraden kann er sich auch noch mal ranziehen. Wenn der Exit jetzt gut wird. Wir haben Flagge Sektor 2, das ist Repuls. Und bei Repuls, ich schätze mal, hat er wieder Flügelschaden. Ja, Flügel. Hat er. Vorne rechts fehlt viel und vorne links fehlt die Endblade. So, jetzt machen wir mal hier immer noch Felix und Leclerc, aber hier. Toni, sehr nah an Cheris dran. Aber überholen, Möglichkeiten ist schwer. Die einzige Überholmöglichkeit, wo es wirklich gibt, ist die Gerade. Und ohne DRS ist da halt auch noch schwerer. Da geht alles auf den Exit, alles auf das ERS-Management. So. Aimless hat in der Zwischenzeit, wie ich sehe, Vegas oder Vegas ein bisschen Fehler. Und das gibt es virtuelles Safety Car. Was los? Wer ist raus? Warum gibt es hier ein virtuelles? Kiko ist sehr langsam. Kiko, ja, der gut, die müssen ja Repuls hat aufgegeben, aber in der Box. Oder hat das Spiel gemeint, so ja, wir müssen jetzt ein virtuelles machen, weil ich aufgegeben worden ist. Das wäre natürlich ein bisschen bitter. Keto's Bot hat keinen Flügel mehr. Ja, dann kannst du auch daran, ja, da kannst da irgendwas war dann da. Durchfahrt. Oh, Norrell. Norrell, Durchfahrtsstrafe. Rasen während VSC-Phase. Und damit hat Norrell sich auch gut was ruiniert. Oh, das Rennen ist chaotisch. Wir haben nur 14 Fahrer. Davon sind schon zwei relativ früh raus. Eigentlich gesagt drei, weil Keto kann man auch nicht mehr mitzählen. Aber das ist nur noch der Bot. So. Norrell. Ganz bitter. Und Bernd Pascal ist jetzt in der Reifen ab bei Keto. Ja, der Bot ist dann doch nicht so gut. Ohne Flügel. Pascalus in der Box holt sich neuen Flügel. Norrell setzt seine Durchfahrtsstrafe ab. Aber sie kommen beide noch. Wie sieht's aus mit Felix? Ja, Felix setzt sich an Norrell vorbei, aber. Oh. Und gerade noch so an Pascalus, aber Pascalus hat. Mal gucken. Er bleibt noch in der Vorderhand. Pascalus bleibt aber noch so leicht schräg daneben, aber. Ne, jetzt gibt er auf und bleibt dahinter. So, Felix hat nochmal mit zwei Plätzen gewonnen auf Platz 7 jetzt. Und so, wir haben nur noch 11 Fahrer. 11 Fahrer und es sind noch 21 Runden vor uns. Also Toni auch immer noch sehr nah an Cheris. Also Toni sehr, sehr schnell unterwegs. Nur Puls hat die Session verlassen. Ja, nach dem DNF. Kann man dann schon raus, Keto jetzt halt auch. Also okay, Keto war doch drin, dann war es doch nicht sein Bot. Auch gut zu wissen. Hat man gar nicht mitgekriegt, dass er wieder beigetreten ist. Das wurde irgendwie nicht angezeigt. So, Toni im Windschatten von Cheris. Kann er sich vorbeiziehen? Vegas in der Box. Vegas in der Box. Wird das ein neuer Frontflügel? Es war sehr spontan und es wird ein neuer Frontflügel. Vordere Handplate fehlt. Eieieiei, also damit
Chris auf P3. Charis auf P3. Nur mal zur Info. Also, eieiei. Hiko macht wieder den Hiko und dann rutsch ich nur herum. Ja, also was da genau abgelaufen ist, kann ich dir nicht sagen. Ich hab's nicht gesehen. Auf jeden Fall. Pascal ist jetzt an Vegas vorbei. Weiß nicht, ob es da Teamorder gab oder. So, aber hier, Toni immer noch sehr nah. Und hier haben wir die Ferraris. Die zwei Ferraris sehr nah, während dahinter noch ein Renault da auf seine Chance wartet, vorbeizukommen. Aber man sieht hier, die, bis jetzt hier Toni schon 5 Plätze gewonnen, Pala schon 6 Plätze gewonnen. Aber wir hatten natürlich auch schon Boxenstops. Und zwar waren in der Box schon hier Felix, Vegas und Pascal. Aber Felix war relativ sehr früh in der Box. Wenn man guckt, er hat schon 3 Runden alte Reifen, also er ist schon ein bisschen länger in der Box gewesen. Ich weiß nicht, wie gut die Intermediates durchhalten werden, wenn die jetzt schon so. Philipp Notausgang. Philipp Notausgang und Smitty jetzt mit der schnellsten Runde. Also. Philly in der Castle Section. Probleme gehabt, jetzt kommt ein. Aber Flügel ist noch dran. Der Flügel ist noch dran. Jetzt gucken wir mal durch. Also Smitty vorne. 5,3 Sekunden schon auf Aimless. Aimless mit einem guten Abstand auf Charis. Charis immer noch. Toni versucht weiter. Beißt sich immer noch die Zähne an Charis aus. Kommt nicht vorbei. So. Wieder im Windschatten. Kein Überholen an. Na, tut ein bisschen die Reifen abkühlen, indem er noch neben die Ideallinie geht. Aber kommt nicht ran. Also. Chris auf P3. Also wird Christian sein erstes Podium bekommen. Das ist auch noch eine Frage. Alle auch direkt dahinter. Ja, aber ja, genau. Also hält sich ein bisschen zurück. Der hält sich ein bisschen zurück. Klar, Toni will unbedingt vorbei, als man merkt, Toni ist schneller. Er kommt in den Kurven besser klar. Aber auf der Geraden hat er halt nicht die Chance, vorbeizukommen. Pala kommt auch jetzt immer näher ran. Das ist die Frage, ob wirklich Charis es halten kann. Die Frage ist nur, wie es aussieht, ob vielleicht dann Toni, wenn er doch nicht vorbeikommt, ob er Undercut versucht. Oder, also, gibt's alles Mögliche. Weil er ist schneller, also wenn er freie Fahrt hatte, kann Toni sehr wahrscheinlich schneller fahren. Sonst ist das Feld eigentlich relativ weit auseinander. Nur dieser Zweikampf und P3. Smitty wieder mit der neuen schnellen Zeit, 1,54,4. Der fährt da vorne sein gemütliches Rennen. Schon 7 Sekunden Abstand auf Aimless. Und Philly in der Wand in der Castle Passage. Philly in der Wand. Es läuft nicht für ihn. Nein, es läuft gar nicht. Und er fährt vorne rechts die Endplate. Und der Flügel ist auch wieder am Arsch. Ach ja. Jetzt geht er wahrscheinlich in die Box. Jetzt Hiko. Mal gucken, ob was Hiko macht. Der fährt dann normal vorbei, ohne Probleme. Besucht aber nicht dagegen zu halten. Und Toni immer noch am Verzweifeln von Charis. Bleibt dahinter, er kriegt's nicht hin auf der Geraden. Er ist da noch zu langsam. Der Topspeed fehlt. Hier Toni jetzt mit 43% EAS. Charis mit 62%, also das EAS-Management ist bei Charis auch besser. Der verteidigt da gut, hat auch was zum Gegenhalten. Naja, sind wir mal sehr gespannt drauf, wie er sich da noch entwickelt. Weil er kommt natürlich auch immer näher ran, weil. Ja, der Train wird halt größer, aber Pala versucht halt weg. Beim Fede jetzt in der Box, holt sich neuen Frontflügel wahrscheinlich. Aber er gibt nicht auf, er bleibt noch im Rennen. Vermute ich mal.
Also der Frontflügel wird dran gemacht, die Reifen werden gewechselt. Ach, Feli, das ist, also für viele Leute ist das Rennen hier bis jetzt... Das Flügel ist ab. Was, bei Vegas? Auch in der Castle-Passage wieder. Ja, Vegas fehlt vorne links alles. Ach, die Flüge fliegen hier wie nochmal was. Also Smitty hat sein einfaches Rennen, Aimless fährt sein einfaches Rennen, die kümmern sich da nicht viel. Chris ist halt noch unter Druck von Toni, der, aber er verteidigt sehr, sehr stark. Er will das Podium. Er will das Podium, aber Toni will unbedingt vorbei. Also hier kommt es echt nur auf die Strategie an. Also ich, mit Undercuts, Overcuts werden hier viel bestimmt gemacht. Weil auf der Strecke überholen ist schwer. Jetzt Vegas natürlich in der Box, holt sich neue Reifen, neue Flügel. Und rutscht damit in der auf Platz 9. Da wird er auch bleiben, weil Kiko schon zu weit weg ist. Würde ich jetzt mal sagen. Obwohl, da steht er schon eine ganze Weile. Es könnte knapp werden. Es könnte knapp werden. So, Toni immer noch sau nah hier an der Stelle. Sehr nah hinter Charis. Jetzt geht's in die Castle-Section. Keinen Fehler machen. Der kleinste Fehler kann viel, viel kaputt machen. Charis kommt da gut durch. Toni auch, aber immer noch dicht dahinter. Die ersten fünf, by the way, ohne Verwarnung bis jetzt. Auch Wahnsinn. Das ist eine gute Arbeit. Hier kannst du dir schnell eine Verwarnung holen, weil du halt rutscht. Und da gibt es manche Stellen, da rutscht du gerne mal raus. Also meistens nach der Castle Section kann man da schon wegrutschen. Jetzt kommt es auf den Exit an. Wer kriegt den besseren Exit? McLaren oder Renault? Toni oder Charis? Toni versucht es natürlich wieder. Er will, aber der Abstand ist viel zu groß geworden. Zieht sich da eher weniger. Er nimmt verkleinert den Abstand da weniger, sondern er vergrößert ihn. Jetzt zieht er sich in den Windschatten ran, aber es wird nichts. Er ist noch viel zu weit weg, um da ein Überholmanöver anzufangen. So ein Parler kommt halt auch immer näher ran. Hm. Man sieht langsam im Hintergrund, so wie Felix auch sich ran zieht. Was macht Yeti da? Ich habe keine Ahnung, was er im Hintergrund macht, was das für Geräusche sind. Luca Lukas, bin trotzdem stolz auf mich in Liga 2 Rennen, nicht mal eine Verwarnung. Ja, du bist sau wahnsinnig gut gefahren, ist halt nur die Schlussphase dann doch leider für dich auch blöd gelaufen mit dem Flügel, aber ansonsten echt top, top Drive und das nächste Rennen in Kanada wird vielleicht besser für dich. Sehen wir ja dann. So, auf jeden Fall. Toni immer noch hinter Charis. Er kommt nicht vorbei und Chris will natürlich P3 behalten. Ist immer so. Schon locker mehr als 10 Podien auch in anderen Ligen weggeworfen. Ja, manchmal wirft man es weg. Passiert mir auch. Und das ist der Druck. Lucky darf in Kanada aber nicht mitfahren. Als Ersatz. Sonst, ja. Jetzt warten mal ab, wie viele Leute sich überhaupt für Kanada abmelden. Ja, Repuls. Jedes Rennen kann was passieren. So, wir sehen, Paul hat irgendeinen Fehler gemacht, weil... Also ein bisschen weiter weg, oder? Einfach Felix ist sehr schnell gewesen. Weil Felix jetzt vorbei. An Parler. Felix vorbei an Parler ist auf einmal sauschnell vorne dran gewesen. Ist jetzt auch in der Gruppe. Also der ist am Liegen gerade.
So, Felix will sich natürlich auch weiter vorkämpfen, nur jetzt kommen die zwei Streithähne, die sich jetzt schon ein ganzes Rennen über bekämpfen. Er muss ja erstmal vorbei an Toni und dann noch an seinen Teamkollegen. Aber an Toni vorbeizukommen wird schwerer. So, Vega ist jetzt mit der schnellsten Zeit. Er versucht da aufzuholen. Aber die Dreiergruppe hier sehr, sehr eng aneinander. Also Felix will da vorbei. Und er ist sau viel schneller als die anderen. Das merkt man. Er hat da so viel mehr Speed. Aber er kann erst vorbei auf Startziel, würde ich mal behaupten. Davor wird schon sehr eng. Hatte ich aber schon so einen guten Exit. Aber da kam das Herr quer und da verliert er Zeit. Da hat er Zeit verloren. Jetzt mal gucken, ob er sich wieder ranziehen kann und auf Startziel mehr. Aimless Hood auf Smithy auf. Aimless Hood auf Smithy, ja. Vielleicht lässt Smithy auch ein bisschen ruhiger, um die Reifen zu schonen, wer weiß. Oder die Reifen lassen mehr nach bei Smithy. So. Weil sie man merkt, Felix viel, viel mehr Speed. Toni konnte da nie vorbei und hier Felix jetzt mit dem zweiten Toni nimmt natürlich die Chance, setzt sich auch in die Box. Geht in die Box und macht einen Undercut gegen Charis. So, die Frage ist, wird McLaren Team Order machen? Ja oder nein, aber ich verschätze mal, wenn sie clever sind, würden sie es machen. Weil Felix, man doch schon merkt, er hat viel, viel mehr Speed und ein bisschen frischere Reifen als Charis. Oder Charis wird sich auch eh in die Box jetzt wahrscheinlich setzen, jetzt die oder nächste Runde. So. Jetzt Vegas wieder mit der schnellsten Zeit. Felix. Also Felix merkt man hier, ist sehr, sehr schnell unterwegs. Direkt jetzt schon hinter seinem Teamkollegen. Jetzt geht die Castle-Section gleich hoch. Mal gucken, wie nah er dran bleibt. Das ist Millimeter, die da fast sind, die zwei trennen in manchen Kurven. Hab gehört, Chris spendet 5 Subs, wenn er Top 3 wird. Ja, mal schauen, aber ich bezweifle dann doch, dass er Top 3 wird, weil Felix so viel schneller unterwegs ist. Und Felix will das Podium. Hab gehört, dass er mir auf jeden Fall spendet. Ne? Ja, Beluga, also mal gucken. Die ersten beiden in der Box. Die ersten beiden in der Box. Ich schätze mal, Charis wird jetzt auch in die Box gehen. Felix wird noch ein paar Runden machen. Ah, Felix zieht sich jetzt auch da schon ran. Also ich schätze mal, Charis geht in die Box und er zieht auch herüber schon. Charis jetzt auch in die Box. Felix damit jetzt vorbei. So, die ersten beiden unverändert fahren ihr Rennen alleine. Smithy bleibt auf 1. Der Abstand auch relativ gleich geblieben, vielleicht ein bisschen vergrößert sogar. Toni saugt sich an Norrell ran und Norrell geht in die Box. Norrell geht in die Box, hat jetzt auch schon 11 Runden alte Reifen. Toni war ja vor kurzem erst in der Box. Kommt auch vor Charis. Ja, also Charis jetzt hinter Toni. Also Toni, Undercut. Toni hat ja einen Undercut geschafft gegen Charis. Es war ein Undercut. Darf man auch nicht vergessen. Auch sehr gute Entscheidung gewesen, früher reinzugehen. Hat damit den Platz gewonnen. Und sogar eine Sekunde Abstand. Also das war wahnsinnig gut, die Idee von Toni, da in die Box früher zu gehen und den Undercut zu machen. Schöne Grüße von Mike Motor. Danke, Hiko wird gerade. Hiko? Hat vielleicht ein bisschen die Reifen aufwärmen, weil, naja, ist relativ alleine. Sah auf jeden Fall komisch aus. Ja, mal schon. Also die Abstände sind alle schon recht groß. Die einzigen, was so nah aneinander sind, ist halt ein bisschen Charis an Toni. Aber ansonsten ist
alles weit auseinandergezogen. Nur die zwei sind noch nah aneinander. So, also. Jarrus wird wahrscheinlich versuchen an Toni, aber man muss jetzt bedenken, also Jarrus, die Podium, also das Podium für Jarrus kritisch. Kritisch. Da der Undercut von Toni geklappt hat, sein Teamkollege doch deutlich schneller ist und jetzt wahrscheinlich jetzt Parler, es geht Parler jetzt in der Box, genau. Der hat jetzt auch eine Runde länger gemacht als die meisten. Die meisten sind so nach 11 Runden alten Reifen rein. Er ist jetzt nach 12, 13 Runden halten. So. Ja, Parler wird jetzt hinter Felix rauskommen. Und hinter Jarrus, sorry. So, also wenn man mal guckt, wie weit ist denn der Felix vor seinem Teamkollegen? Also, es sind 16 Sekunden, 16, 17, also so an die 20 Sekunden ist Felix vor Jarrus. Also der wird da wahrscheinlich, wenn er ein bisschen pusht, weil er wird bald in die Box gehen müssen. Ich glaube, die Reifen bei Felix gehen auch schon am Ende. Aber ich weiß nicht, wie gut die Reifen hier halten. Die meisten haben wir gesehen, die sind jetzt, Parler ist jetzt nach 112 rein. Mit natürlich den Startreifen, die er hatte. Aber das sind dann damit, wenn wir sagen mal Runde 12, 13, wird es schwer oder ganz schön knapp werden dann mit dem Durchfahren. Also dann, also Felix wird auf jeden Fall nicht durchfahren können, er muss nochmal rein. Also da hat er dann drei Boxenstops gehabt. Wenn man hier mal guckt, Stops hatte Felix, nee, jetzt Felix 2 hatte er dann, er hatte schon einen hinter sich. Philly hat schon 2, Vegas hat schon 2. Aber da wird jetzt Felix jetzt diese oder die nächste Runde wahrscheinlich in die Box gehen. Habe ich so die Vermutung. Und dann wird er durchfahren können. Ohne Probleme. So, Toni holt auch auf Pascalus auf. Es wird so ein leichter Dreier-Train. Und wie ich es gesagt habe, ist Felix an der Box. So, mal gucken, wo Felix rauskommt. Das wird jetzt auch interessant. Weil da ist so ein kleiner Dreikampf. Wird er mitten in dem Dreikampf rauskommen oder setzt er sich dahinter? So, er kommt und jetzt. Wird's spannend. Ganz knapp davor. Jetzt wird spannend. Setzt er sich noch vor Pascalus? Nein, Pascalus ist vorbei, aber er setzt sich vor Toni. Er setzt sich vor Toni und knapp hinter Pascalus. Und Pascalus mit 9 Runden alten Inters. Das heißt, wer jeder ist immer so ein 12, sagen wir mal 12 Runden, also hat Pascalus 3 Runden und dann muss er auch an die Box. Also Pascalus muss nochmal. Der kann auch nicht durchfahren. Parler hat 0 Runden? Der war ja erst gerade eben in der Box. Also ist so die erste Runde oder die zweite Runde, die er gefahren ist. Hm. Also stimmt auch nicht. Aber hier, die Felix. Oh, die kämpfen. Außen vorbei, jetzt in dem Innen. Oh, lassen sich da Platz. Jetzt wird es aber in der nächsten Kurve kritisch. Aber ist vorbei. Aber ist vorbei. Okay, da hat Pascalus zurückgesteckt. Clever gemacht von Pascalus, um da nichts zu riskieren, weil sonst wäre das da sehr eng geworden. So, Felix damit jetzt vorbei. Wieder auf Platz 3. Und ich schätze mal, Felix wird jetzt erstmal wegfahren. Und Toni versucht jetzt, weil Pascalus dadurch viel Momentum verloren haben, versucht Toni jetzt auch noch an Pascalus ran und vorbeizukommen. Sehr eng aneinander. Jetzt die Gerade gleich. Da will er es, wenn er es nicht schon vor der Geraden versucht, oder? Will er es? Nein, er setzt sich dahinter. Jetzt, letzte Kurve. Jetzt kommt alles, wer den besseren Exit bekommt. So, Toni setzt sich dahinter in den Windschatten. Es sieht sehr, sehr gut aus für ihn. Kann sich gleich nochmal richtig schön ranziehen. Ist jetzt der, setzt sich jetzt schon daneben. Die Gerade ist lang. Überholen ist aktiviert. Pascalus geht jetzt schon in die Box. Ja, er musste eh schon in die Box. Also die nächsten 2-3 Runden hätte er in die Box müssen. Jetzt geht er jetzt schon rein. So, also Pascalus jetzt in der Box.
damit Toni auf jetzt auf 4, Charis auf 5. Die können alle durchfahren. Wer noch alles in die Box muss, schätze ich mal, wird... Ah, bei Vegas könnte es knapp werden mit durchfahren. Aber es sollte eigentlich auch gehen, gerade so. Aber Vegas ist in der Box, er riskiert nichts oder hat er die Flüge schon? Kiko muss langsam aber boxieren. Genauso wie Philly. Ja, Vegas hat wieder Flügelschaden, geht wieder in die Box, muss ich neuen Flügel. Oh, ja. Neue Reifen. Kiko muss auf jeden Fall nochmal in die Box. Jetzt die nächsten Runden. Der hat nämlich jetzt schon 13 Runden. Alte Inters. Und die halten sicherlich nicht durch. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Die werden nicht durchhalten. Er muss in die Box. Aber. Er ist eh schon auf den hinteren Plätzen. Er wird da. Ich schätze mal, er wird hinter Vegas auf jeden Fall kommen. Aber Philly weiß ich nicht, ob er hinkriegt. Auf jeden Fall, Punkte kriegt jeder in dem Rennen. Eigentlich hat jeder Punkte gekriegt, wenn er überhaupt durchgekommen wäre. Nur haben wir leider trotzdem 3 DNFs. Bis jetzt sind es 11 Leute, die durchs Ziel kommen werden. Und die Frage ist, ob es bei 11 bleibt oder ob es doch einer weniger wird. Ich hoffe es natürlich, dass es bei 11 bleibt. Und Charles sehr nah hinter Toni. Ja, sehr nah hinter Toni. Und aber auch. Man sieht so langsam, deutet sich ein Norrell auch an Pascalos. So, jetzt gucken wir mal. Charis. Kann er vorbei? Er zieht sich auf jeden Fall mehr ran. Aber wie es aussieht, ist schon gut weit weg. Es wird nicht reichen hier. Während Felix jetzt die schnellste Rennrunde macht. Und Vegas hat die ja schon verlassen. Hat einen Disconnect gehabt. Ja, wie ich sagte, also Charis ist viel zu weit weg. Kann da gar nichts machen. So, jetzt auf der Gegengerade wird er sich wahrscheinlich auch nochmal versuchen ranzuziehen. Auf jeden Fall kann man sagen, das Rennen ist für viele Leute zum Vergessen. Viele Leute haben da Probleme, haben Fehler. Also, schade eigentlich. Ich habe auf spannendes Rennen gehofft. Puh. Da ist Vegas wieder dabei. Felix 30 Sekunden hinter Elmas. Ja, also die vorderen zwei, die haben sehr, sehr gute Pace. Aimless aber 3,5 Sekunden hinter Smitty und es wird immer ein bisschen weniger. Das ist eigentlich auch immer mal interessant zu sehen. Also zwischen den zwei wird auch knapp. Also Aimless immer weiter näher ran. So, Smitty, ich Smitty weiß auch Flügel, warum. Ne? Ja. Smitty hat die vordere rechte Endblade fehlt. Das freut Aimless sehr. Der will sich natürlich jetzt ranziehen. Er kann den Sieg erfassen und er will auch den Sieg haben. 3 Sekunden ist jetzt der Abstand. Mit noch 8 Runden oder so. 8 Runden. Ja, bin ich gerade ein bisschen behindert. 8 Runden auf jeden Fall noch zu fahren. Und da hat er noch genug Zeit, wenn er selber keine Fehler macht. Also. John, heute geiles Battle bei der Welt. Ja, es war echt nice, SAD. Es hat echt Spaß gemacht, auch so zu fahren. So, also. Wir können noch gegen Ende einen Kampf sehen. Für die Spitze. Mal gespannt, wie schnell Aimless aufs Midi aufholen kann, der da seinen Flügelschaden hat. 2,9 Sekunden. Jetzt Hiko jetzt in der Box. Damit geht jetzt Vegas vorbei. Aber das war's auch. So, Norrell. Sehr nah hinter Pascalos. Hiko jetzt endlich auch mal in der Box. Ja, der ist jetzt auf Platz 10, kommt raus. Vor Philly. Philly ist nämlich sehr, sehr, sehr weit da hinten. Hat echt Spaß gemacht, hinter einer langen Brust zu hängen, meinst du, wo er... Ja, ich hab
So langsam warst du nicht, aber ab und zu. Ich, oh. Eieieiei. Pascalus knallt gegen die Burg. Oh. Norrell macht dasselbe dahinter. Jetzt Pascalus vorne rechts, Flügel weg. Norrell, mehr Glück gehabt, da hat er keinen Flügelschaden davor von getragen. Das heißt, Pascalus muss auch wieder in die Box. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt mal gucken, ob Norrell vorbeigeht. Vorher, man sieht, Charis hat viel Pala Zeit verloren auf Toni und deswegen ist Pala jetzt ganz nah. Zieht sich ran, aber es wird auch nichts werden. Aber jetzt sieht Pala die Chance für P5. Charis auch mit sehr wenig ERS. Aber der ewige 14 ist nun endgültig bei dir gebrochen. Ja, schon seit einer Weile eigentlich, kann man so sagen. Ich sag mal so, ich glaube, es hat angefangen mit Holland-Rennen. Und dass ich da Siebter geworden bin. Und danach habe ich jetzt zwar wieder einen vierten Platz geholt, aber dann ging es los mit Platz 2, jetzt Platz 3. Also jetzt kommen, ich hoffe, auf mehr Podien. Ich hoffe selber auch, dass ich irgendwann mal vielleicht noch einen Sieg hinkriege, aber das wird doch eher schwerer. Da muss dann doch schon viel passieren, dass ich das hinkriege. Aber ich gucke nach vorne und hoffe auf Bestes. Ja, ich habe mir gesagt, jedes Mal Subgift, wenn ich ein Podium mache. Diese Saison ziehe ich das durch. Das habe ich bis jetzt hingekriegt, also bis jetzt gemacht. Bei mir im ersten Podium auf P2 habe ich 2 Stück verschenkt. Jetzt einen. Ja. Das heißt, umso mehr Podium ich hole, umso ärmer werde ich. So ärmer. Ja. Quibi! Ja, moin! Chewbacca. Willkommen! Oh, lol, ich hör. Pascal mit der ersten. Eieiei. Ja, aber er hat doch. Er hat sich schon einen Flügel neu geholt. So, haben wir denn noch Parler? Immer noch nah an Charis dran. Quibi, sehr toll. Ich höre Smitty sehr laut atmen und beten, ja. Das sind 1,6 Sekunden zwischen den beiden. Es sind noch 6 Runden zu fahren. Wird eng. Also es könnte gegen Ende noch sehr eng werden. Der zweite Williams will natürlich auch noch mehr und sitzt sehr stark in Charis seinem Nacken. Ich bin immer noch über deine beiden Siege genervt. Ja, Yeti. Quibi redet. Würde? Was? Quibi ist hier. Er ist immer noch über deine 2 Siege genervt. Hey, 2 Siege? Ich weiß nicht, über welche 2 Siege. Ich würde meinen noch CG. Kann sehr wahrscheinlich sein. CG. Weil andere Rennliegen seid ihr, glaube ich, nicht zusammen gefahren, oder? Das ist schon richtig. John, ich will auch noch einen Sub für von dir fürs Podium. Ja, diesmal hat's einen anderen bekommen. Maeve P hat's nämlich bekommen. So, Pala. Hat jetzt ein bisschen verloren. Auf Charis. Die beiden Ferraris auch jetzt nah aneinander. Vegas knapp hinter Pascalus. Aber Vegas natürlich auch. Na, der will da ein bisschen mehr Punkte holen. Baku und Abu Dhabi. Hast du gewonnen, anscheinend. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Hm. Ich habe es gar nicht mal so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nur, dass ich scheiße war. Ja. So. Wie sieht's eigentlich aus bei dir bei Football? Wie sieht's gerade bei den Patriots und so aus? Ich weiß gar nicht den Zwischenstand bei euch. 3-7 für die Patriots. 13-7, okay. 3-7. 3-7. Ja. Oh, ganz schön wenig. Wie steht's bei dir? Ja, ist gerade Halftime, aber es glaube ich stand 14-12 für und die Seahawks. 3-14 jetzt.
3,14. Zwei Touchdown von Newton. Gelaufen oder was? Gelaufen, ja. Eieiei. Ja, jetzt sind die Leute von den Patriots nicht gewohnt, dass Newton selber läuft. Das ist ganz komisch. So. Vegas will vorbei. Er ist unter einer Sekunde. Zieht sich da an der Gerade so ein bisschen ran, aber kann noch nicht mal nah ran. Also ganz weit hin. Parler ist auch schon über eine Sekunde weg jetzt sogar von Cheris. Da wird auch eine ganze Weile kein Angriff kommen. Auf jeden Fall, das Podium steht fest, wer draufkommt. Smitty, Aimless und Felix. Aber, Quippy. Sit. Nice. So. Kommt schon. Also, 1,6 Sekunden. Also, Aimless holt da irgendwie gerade nicht mehr so richtig auf. Er kommt nicht richtig ran. Er kommt nicht richtig ran. Seine Flügel ist alles in Ordnung. Nur Smitty. Da fehlt immer noch die vorrechte Endplate. Also, eigentlich sollte Aimless da so ein bisschen rankommen. Jetzt sind es 1,2 Sekunden. Es wird jetzt. Es wird langsam. Vier Runden sind noch zu fahren und sie kommen immer mehr ran. Jetzt kommt gleich noch eine Überrundung von Hiko. Bald. Die zwei Ferraris immer noch ganz nah aneinander. Aber 1,3 Sekunden. Es kann gegen Ende noch spannend werden. 1,3, 1,4, jetzt 1,5. Also Aimless will ran an Smitty. Aimless fährt Trockensetter, müsste auf der Geraden eigentlich schneller sein. Ja, so. Bin ich mal gespannt. Aber jetzt hat er wieder Zeit verloren, 1,7. Wenn er auf der Geraden schneller ist, ja, okay, gut. Nur wenn er viel Zeit verliert in den Kurven, bringt es ihm auch nicht viel. Da ist die Überrundung von Hiko. So, er hat wieder 1,6, also es ist noch ein Flügelwechsel. Norris wieder Box, Flügel gewechselt, damit kriegen die Ferraris jeweils beide nochmal einen Platz. Vegas kommt immer noch nicht an Pascalos ran, hält den Abstand auch relativ konstant. Mal wieder ein bisschen näher ran, aber den Kurven verliert er dann doch wieder. Versucht das jetzt nochmal auf der Geraden, zieht sich ran, 15. sind's, langsam geht's weniger. Aber überholen ist auch raus, also er hat auch kaum IAS, 15%. Und Hiko ist raus in der Boxengasse. Ist raus in der Boxengasse. Das sah mir ein bisschen nach Absicht aus. Ich hab's nicht gesehen. Wenn du eine Aufnahme hast, wäre es geil, aber bezweifle ich, dass du jetzt irgendwas anhast. Nee, aber ich müsste eigentlich unter Dings haben, ne? Unter. Wie ist denn? Highlights? Ich weiß nicht, wie es als Zuschauer Highlights speichert. Das glaube ich ja nicht, dass da was gespeichert wird. Sondern nur, wenn du selber fährst. So, auf jeden Fall. Die zwei. Aimless, eine Sekunde, knapp dahinter, also die zwei sind sehr nah. Da wird es gleich richtig interessant werden. Jetzt hat er die Session verlassen, virtuelle Safety Car ist noch da, die zwei Ferraris sind nah aneinander. Und auch Aimless jetzt unter einer Sekunde. Eine Sekunde unter einer Sekunde, also ganz knapp. Er hat jetzt drei Runden noch, um zu überholen. So. Da bin ich mal gespannt. Das hat er ein bisschen verloren, eben das beim Restart von Kurzellen. Das ist wieder 1,6. Und Flügel bei Vegas ist wieder ab. Flügel bei Eieiei. Also die Flügel, die hier gewechselt worden sind, ist Wahnsinn. Wir gucken nur mal hier auf die Stops. Vegas, 3 Stops schon. Norrell 3. Pascalus 3. Philly 3. Also, da sind viele Flügel weg gewesen. Viel, also. Aimless macht das so ein bisschen in Schlangenlinien. Alles klar. Also Aimless will unbedingt die. Oh, da ist Vegas DNF in Turn 2. Aimless hat da
gut fast verloren. Man merkt, er will die Reifen aufwärmen. Immer wieder auf der Geraden macht er Schlangenlinien. Aber er kommt nicht ran und Smitty, wie es aussieht. Pala in einer Sekunde bei Charis. Ja, der will sich auch noch kurz vor Schluss noch P5 holen. So. Damit kommen wir ins Ziel an. Bis jetzt 9 Leute. 9 Leute, also wir haben 5. Ne, doch 5 DNFs. Eieiei. Aber Aimless kommt nicht ran. Aimless kommt nicht ran. Wie es aussieht, wird Smitty sich den Sieg holen, aber wir warten ab. Wir warten ab, wie es aussieht. So, Pala immer noch ganz nah hinter Charis. Der will noch P5. Und Aimless 1,7 Sekunden, das sieht ganz schlecht für ihn aus. Ganz schlecht. Da ist der Sieg so nah zum Greifen, aber er kriegt das in der Schlussphase nicht hin, aufzuholen. Wie sieht es eigentlich mit Strafen aus? Ich glaube, Pascalo ist der Einzige, der eine hat. Das wäre eine ziemlich starke Leistung, wenn niemand sonst eine Strafe hätte. Meine ich, ja. Ich habe anderes nicht gesehen, aber du guckst, kannst ja gerne mal nachgucken. Ja, mache ich gerade schon. Carlos weiß ich auf jeden Fall, dass er eine 3 Sekunden hat. Beim Rest bin ich mir nicht so sicher. Nee, so. Nur Pascalos. Ja, also Pala jetzt 1,2 Sekunden sogar dahinter. Charis, also der verliert auch schon. Aimless jetzt auch 1,3, 1,2 Sekunden wieder. Aber er verliert meistens sehr viel Zeit im zweiten Sektor. In der Castle Section alles Mögliche, da fährt es mit ihm weg. Und er ist jetzt 1,3. Kann er es halten? 2 Runden hat Aimless Zeit. Und die, wenn man sieht, hier, Castle Section kommt gleich wieder. 1,3 bleibt es noch, aber ich schätze mal, er wird es wieder ein bisschen verlieren. Ah, sieht sogar gut aus. Gut durchgekommen. Da hat er sonst immer ein bisschen viel Zeit verloren. Jetzt hat er so ein bisschen aufgeholt. Fun Fact zum Liga 2 Rennen. Ich habe nur einmal Lucky on Track geholt und das war's. Und zwar ich immer P3. Ganzer hat ich natürlich, weil er sich zerschossen hat. Ja. Auch starke Leistung. So, Aimless. 1,2 Sekunden. Eine Runde hat er noch Zeit. Kann er sich auf der Geraden jetzt noch mehr ranziehen? Es bleibt in der Schlussphase spannend. Smitty immer noch vorne rechts Flügelstand und dahinter dreht sich Norrell und DNF. Oh, Norrell dreht sich, knallt gegen die Wand, nochmal ein DNF, damit nur 8 Leute ins Ziel. 6 DNFs. 6 DNFs und 8 Leute ins Ziel und Aimless unter einer Sekunde jetzt. Die letzte Runde ist angebrochen. Die letzte Runde. Aimless, 21% ERS. Smitty noch mit 40% ERS. Er kann sich da noch gut verteidigen. Und Aimless jetzt unter 1,5 Sekunden auf der Geraden verliert. Er hat da wahnsinnig Zeit verloren. Und wie das aussieht, wie viel Zeit er da jetzt verloren hat, hat das es eigentlich schon fast besiegelt. Ja. Jetzt verliert er noch mehr. Jetzt fast 2 Sekunden. Und ich glaube, damit hat es besiegelt. Und Smitty holt sich damit einen weiteren Sieg. Auch Pala schafft sich mehr an Charis ranzukommen. Auch Pala ist sehr. Er hat. Nee, Pala, wo. Ich weiß nicht, wurden die schon überrundet? Ich glaube nicht. Nee. Aber der wird sich mehr anschaffen. Er hat eine Runde noch Zeit, aber auch er. Er kann sich nicht auf der Geraden ranziehen genug. Es ist viel zu langsam, was er da macht. Aimless muss den typischen Lucky machen für den Sieg. Nein, das schafft Aimless nicht. Ja, Aimless, das. Da merkt man mal, wie schnell Smitty ist. Mit einem die vordere rechte Endplate fehlt. Und er ist immer noch so viel schneller hier auf der Strecke, dass Aimless nicht rankommt. Also, Aimless kriegt das nicht mehr hin und damit bleibt das Podium
so wie es hier jetzt ist. So, Paar jetzt ist super nah an Terris. So, na, und jetzt hat er Fehler gemacht, Klein. Ja, da ist eh überholen schwer. So, wir gucken jetzt erstmal Smitty über die Ziellinie. Holt sich damit seinen nächsten Sieg. Aimless auf der 2 dahinter und dann kommt dahinter wird dann Felix auf der 3 sich einreihen. Auch sehr, sehr stark gefahren von Felix. So, aber passiert da noch bei Pala was? Es ist eng. Also Pala muss am Schluss alles pushen. Er hat 60% ERS. Cherry ist nur 20. Cherry ist nur 20. Also er hat den ERS-Überschuss. Jetzt geht alles dran. Wer hat den besseren Exit? Auf die Gerade. So, wir gucken jetzt erstmal Felix. Auch jetzt über die Linie. Auf Platz 3. Damit auch richtig gut gefahren. Und jetzt gehen wir ganz schnell wieder auf diese 2 zurück. Pala natürlich überholen an. Das wird ein Fotofinish. Kam so leichter Rutscher, aber er zieht sich jetzt ran. Wird Pala noch den 5. Platz? Sehr, sehr nah aneinander. Es wird nicht reichen. Aber es sieht aus, ob Charis den. Oh, jetzt hat er sich nehmen. Und. Pala vorbei! Pala ein Foto-Finish von Platz 5. Pala vorbei an Charis auf der Gerade. Und damit dann Tony auf 4, Pala auf 5. Charis damit auf 6. Pascalus auf 7 und Philly auf 8. Wahnsinn! Damit haben wir heute den zweiten Foto-Finish über die Ziellinie. Vorhin über für in Liga 2 für P1 und hier war es für P5. Wahnsinn, dass da Pala, trotz dass er sich so lange gekämpft hat mit Charis, dass es am Schluss gerade so auf der Geraden hinbekommen hat. Wahnsinn. Sehr gut gemacht. Pala auf 5 und damit auch Fahrer des Tages von weit hinten gestartet. Durch seine Quali-Sperre, aber trotzdem halt nicht als letzter, weil drei Leute es geschafft haben, sich im Qualifying zu zerstören. Wahnsinn. Smitty damit seinen nächsten Sieg. Aimless auf 2, auch auf dem Podium. Holt sich damit neues Podium. Felix auch wieder neues noch ein Podium dazu geholt. Sehr, sehr schön. Und damit holen wir mal unsere Top 3 Kandidaten mal nach oben. Yes. Wenn die denn da sind. Felix ist da ganz unten drin, Aimless ist da und Smitty ist auch noch da. So. Pascal ist der Einzige mit einer Zeitstrafe. Erstaunlich. Ja, Pascal ist der Einzige mit einer Zeitstrafe. So. Glückwunsch Moin. An alle Top 3 hier. Herzlichen Moin. Glückwunsch fürs Rennen. Smitty, wir haben gedacht, am Schluss wird es noch sehr spannend, immer auf Aimless geguckt, ob er es rankommt, weil du ja deine Endblade da verloren hattest, vorne rechts, aber trotzdem noch eine sehr gute Pace gefahren bist. Ich war sehr am Schwitzen am Ende. Ja. Und Felix. Aber am Ende habe ich irgendwie alles aus dem Auto geholt. Also zum Glück nicht gecrashed nochmal. Der Abstand ist immer gleich geblieben bei so anderthalb Sekunden meistens. Mal ab und zu ging es dann runter, dann wieder hoch. Also es ist echt spannend gewesen noch am Schluss. Und Felix auch sehr, sehr schnell unterwegs gewesen im Regen. Ja, wundert mich selbst. Auf P3 noch vorgefahren. Glückwunsch. Noch ein weiteres Podium für dich. Trotz dem Unfall in Runde 1. War ein bisschen mad, aber naja, hat ja noch geklappt. Oh, ich bin Kater des Hasses, Leute. Ja, also, wahnsinn gut, alle Leute gefahren. Also es war gegen Ende noch ein bisschen spannend. Wir haben ja auch ein kleines Fotofinish gehabt für Platz 5 zwischen Pala und Charis. Sehr, sehr knapp über die Linie gefahren beide. Pala gerade so noch den 5. geholt. Also echt toll. Und damit auch wieder ein spannendes Rennen gewesen. Leider viele DNFs. Ich glaube, was waren es? 6 DNFs. Ja, leider auch ziemlich leer das Feld heute. Ja, bei insgesamt 14 Fahrern 6 DNFs. Also es sind 8 Leute ins Ziel gekommen. Also wir hatten fast so viele DNFs. Wäre noch einer DNF, hätten wir genauso viele DNFs wie Leute durchs Ziel. Also echt. Ja, ist sehr schade, muss ich sagen. Wenig Leute, die Punkte kriegen. Also, da haben viele Leute sehr viele Punkte weggeschmissen.
Noll auch gegen Ende noch gedreht und in die Wand geknallt, also auch sehr schade. Aber Norrie, glaube ich, kriegt die Punkte noch, oder? Er hatte plus 3 Runden, ist er noch gewertet worden. Ich weiß nicht, ich alles täuscht. Genau gucken. Auf jeden Fall. Schon traurig. Aber trotzdem Glückwunsch mal an Switty, an Nameless auch. Wäre fast der erste Sieg drin gewesen. Ja, schade. Ich glaube, das virtuelle Safety Card hat mir ein bisschen vermiest. Ja, im virtuellen war es so eine Sekunde dran während des virtuellen und auf einmal, wo es wieder beendet wurden, da ist wieder dann fast 2 Sekunden Zeit verloren. Ja, das, ich war halt schon. Einfach... Also er war halt in der Kurve und ich war halt schon auf dieser Minigeraden vor der Burg. Ja, genau. Das ist einfach vollkommen bescheuert. Also, ich weiß nicht, das VSC hier ist... kann gut oder kann wirklich schlecht laufen. Ja. Trotzdem Glückwunsch an alle. Auch von meiner Seite Glückwunsch. Und damit war es das eigentlich auch für heute. Sonntag Liga weg. Als nächstes kommt Mittwoch Liga wieder und in Mittwoch darf ich mir jetzt nicht täuschen, welches Rennen kommt denn da? Singapur. Singapur. Also Singapur als nächstes Rennen in Mittwoch. Also auch da wieder einschalten und dann nächste Woche am Sonntag Kanada wieder. Also dann verabschiede ich mich hiermit und tschüss.